durch die Stadt, also durch Köln. Da sah ich auf einmal ein Andy Warhol-Plakat mit Abbildung von Marilyn Monroe. Und in dem Moment, als das so stand vor diesem Plakat, kam mir die Idee und Gedanke, heilige male heilige Frauen bunt und schön wie die Filmstars. Meine Mission in meiner Malerei ist Suche nach Schönheit und Einzigartigkeit. Die Bewusstmachung von Schönheit und sich berühren lassen von Unsichtbaren. Das ist aber heute nicht so gefragt.